Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielleicht seid ihr gerade mal wieder durch Instagram gescrollt und fragt euch bei manchen Menschen einfach, wie schaffen sie es, dass sie so einheitliche Feeds gestalten können. Und genau das werden wir heute machen, denn ich zeige euch, wie ihr auch sowas machen könnt. Und damit auch nicht genug, denn was wir dafür brauchen, ist ein eigenes Preset. Und genau das werden wir heute Schritt für Schritt zusammen erstellen. Also, let's go. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive. Vorab aber nochmal ein ganz kleiner Disclaimer. Nur weil ich euch heute zeige, wie das Ganze funktioniert, heißt das auf gar keinen Fall, dass ich euch dazu auffordern möchte, das Ganze auch so umzusetzen. Euer Instagram-Account ist euer Instagram-Account, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ob ihr Bilder bearbeiten wollt oder eben nicht, das ist komplett euch überlassen. Wenn ihr das Ganze aber genauso ästhetisch findet wie ich und Instagram für euch einfach wie so ein digitales Fotoalbum ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das allererste, was wir machen, ist uns die App Lightroom runterzuladen, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und darin öffnet ihr dann euer Bild, was ihr bearbeiten wollt. Ich habe mir jetzt dieses hier ausgesucht und wir werden jetzt zusammen einen Filter erstellen, den ihr vorhin auch schon mal gesehen habt, der das Ganze so ein bisschen cleaner, ein bisschen Vintage-mäßig macht. Dieser Filter passt auf jeden Fall zu sehr vielen Fotos, ob drin, draußen, ganz egal. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Also, wenn ihr das Bild geöffnet habt, dann gehen wir einfach mal chronologisch vor. Also, Auto-Modus benutze ich eigentlich nie, weil ich alles eben manuell bearbeite. Das erste, was wir machen werden, ist, wir klicken auf Licht. So, und bei der Belichtung möchte ich einfach, dass das Bild oder meine ganzen Bilder einfach insgesamt ein bisschen heller werden. Und nicht erschrecken, wenn manche Schritte irgendwann zwischendurch ein bisschen komisch aussehen. Hinterher kommt alles zusammen. Den Kontrast werde ich nicht anfassen. Die Lichter möchte ich aber sehr weit runterziehen. Die Tiefen hingegen werden mir aber etwas auffällen. Und das Weiß soll aber im Endeffekt wieder ein bisschen runtergezogen werden. Jetzt merkt ihr ja schon langsam, dass wir so einen matteren Effekt bekommen, wie wir es beim Vintage-Look auch eben haben wollen. So, jetzt möchte ich aber insgesamt, dass meine ganzen Schwarztöne etwas schwärzer sind und nicht so ausgeglichen. Deswegen ziehe ich das Ganze ungefähr auf, ja, minus 58 ungefähr runter. So, jetzt können wir schon mal gucken, was wir nur mit dem Licht gemacht haben. Vorher, nachher. So, und jetzt, das vergessen nämlich ganz viele, man kann so viel mit Gradationskurve machen. Und das werden wir jetzt einmal tun. Für diesen Look könnt ihr einfach versuchen, euch so eine leichte S-Kurve in der Gradationskurve vorzustellen. Das heißt, oben bei den Lichtern ziehen wir es etwas runter, beziehungsweise bei den Highlights. Die Lichter kommen dafür wieder etwas nach oben. Und was auch sehr bezeichnend für so einen Vintage-Look ist, ist, dass die Schwarztöne einfach ein bisschen angehoben sind, sodass sie leicht blass wirken. So, dafür ziehen wir die Tiefen aber wieder runter. So, dann sind wir aber noch nicht fertig mit dem Ganzen, denn ihr könnt noch super viel mit den Farben in den Gradationskurven verändern. Ihr habt einmal Rot, Grün und Blau und die Gegenteile von den jeweiligen Sachen sind einmal Rot und Cyan, Grün und Magenta, Blau und Gelb. So, das heißt also, wenn wir jetzt hier auf der blauen Gradationskurve sind, wenn ich diesen Punkt hier unten bei den Tiefen nach oben verschiebe, heißt, dass meine Tiefen alle blau werden. Wenn ich sie in die andere Richtung schiebe, werden sie gelb. So, wir wollen, dass das Bild insgesamt ein bisschen wärmer wird. Das heißt, ich ziehe meine Tiefen ein bisschen nach rechts unten, aber meine Lichter möchte ich oben ein bisschen kühler haben. Das heißt, die Kurve hat so ein... Dann wollen wir aber noch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen Wärme zurückhaben. Das heißt, wir gehen hier einmal auf den roten Button und ziehen ihn so ganz minimal nach oben, aber auch wirklich nur so ein Müh. Wenn wir jetzt einmal vorher nachher klicken, ist schon einiges passiert und ich weiß, was ihr euch denkt, das sieht irgendwie noch ein bisschen komisch aus. Ich weiß, denn jetzt kommen wir auch schon zu den Farben. Und was wir da als allererstes machen werden, ist die Farbtemperatur etwas wärmer zu machen. Nicht zu viel, ungefähr auf plus 4 würde ich jetzt mal so sagen. So, bei der Tönung, bei der Dynamik und der Sättigung mache ich gar nichts, sondern gehe direkt in meinen Mix hier oben rein. Und dann als allererstes werde ich die Gelbtöne verändern. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Um diesen Vintage-Look zu erreichen, müssen die Gelbtöne insgesamt einfach ein bisschen mehr ins Orangenere rein, die Sättigung raus und sehr viel Luminanz rein. Und genau das werden wir jetzt machen. Also als erstes bei dem Gelbton den Farbton etwas verändern, ungefähr auf, ja, minus 47 ungefähr. Dann die Sättigung ebenfalls runterfahren. Jetzt merken wir schon langsam, wo es hingeht. Und jetzt fahren wir noch die Luminanz ein bisschen nach oben, damit das Ganze auch richtig schön strahlt. Ungefähr so. So, als nächstes kommen wir zu den Grüntönen. Da werden wir beim Farbton nichts verändern, allerdings bei der Sättigung und der Luminanz. Die Sättigung fahren wir so ungefähr auf minus 70 runter, sodass die Grüntöne schon fast raus sind. Und dann wiederum die Luminanz fahren wir ungefähr auf 34, 35 hoch.
So, das nächste, was ich verändert habe, sind die Blautöne. In dem Bild jetzt nicht so stark vorhanden, aber in meinen anderen Bildern. Deswegen musste ich die für dieses Preset eben auch anpassen. Den Farbton ziehen wir nur ganz, ganz leicht rüber ins Aquamarinfarbene. Die Sättigung allerdings kommt fast komplett raus, auch auf minus 70. Und die Luminanz hingegen auch wieder ähnlich wie bei den Gelbtönen. Sättigung raus, Luminanz rein. Also ungefähr hier bei plus 30. Wenn wir also jetzt einmal vorher nachher klicken, sieht das Ganze schon viel besser aus. Jetzt kommt aber noch ein ganz kleiner Geheimtipp für euch, wo ich euch definitiv dazu anregen möchte, damit mal ein bisschen rumzuspielen. Und zwar das Color Grading für die tiefen Mitteltöne und Lichter. Damit kann man seinen Bildern nämlich echt so den letzten Feinschliff geben und genau das werden wir machen. Bei diesem Bild habe ich mich nämlich dazu entschieden, meinen Lichtern noch so ein bisschen mehr Wärme zu geben. Dafür gehen wir einmal hier oben auf den weißen Button. So, und dann könnt ihr hier einmal auf den rechten Pfeil klicken, dann fährt sich das Ganze aus. Ich habe mich für einen, wie gesagt, leicht gelben Farbton entschieden. Das heißt, der ist ungefähr bei 49,50 um den Dreh rum. Und die Sättigung ist ungefähr bei 15. Und dann habe ich dem Ganzen noch etwas Luminanz dazugegeben. So, und beim Mischmodus und beim Abgleich könnt ihr so ein bisschen einstellen, wie intensiv das Ganze sein soll. Beim Mischmodus habe ich mich dafür entschieden, das Ganze auf 62 ungefähr zu machen. Und beim Abgleich ist das Ganze bei minus 7 ungefähr. So, als letztes haben wir noch die Effekte. Und wenn ihr euren Bildern noch so ein bisschen mehr Schärfe verleihen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit dem Strukturreiter ein bisschen rumzuspielen. Bei meinem Bild habe ich ihn jetzt auf ungefähr plus 20 gepackt. Und bei Dunst entfernen nehmt ihr halt einfach, wie der Name schon sagt, ein bisschen Dunst aus diesem Bild raus und es verleiht dem Bild so ein bisschen mehr Tiefe. Das mache ich einfach so auf ungefähr 5. So, und damit haben wir auch schon unser erstes eigenes Preset erstellt. Alles, was ihr jetzt nur noch dafür machen müsst, ist eben hier auf die drei Punkte oben zu klicken, Vorgabe erstellen, den Filter so zu benennen, wie ihr wollt. Wir nennen ihn jetzt Vintage und auf oben rechts klicken. So, und wenn ihr euch jetzt das Ganze vorher nachher anguckt, ist es auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied zu vorher. Und diesen Filter werden wir jetzt auf unsere anderen Bilder anwenden, die wir uns ausgesucht haben. Und hier auch schon mal ein kleiner Disclaimer, vielleicht habt ihr es einfach schon mehrfach gehört. Bildbearbeitung mit nur einem Klick und ihr braucht nur dieses Preset und ihr bekommt den perfekten Feed und so weiter und so fort. Das mag in gewisser Hinsicht stimmen, wenn alle eure Bilder unter ähnlichen Verhältnissen aufgenommen sind. Das heißt, ihr habt zum Beispiel immer bei Tageslicht fotografiert, das war immer eine leichte Wolkendecke da und alles war einfach sehr ähnlich. Dann gebe ich dem recht, dann funktionieren Presets auch einwandfrei. Ihr müsst einmal klicken und es sieht perfekt aus. Das ist aber meistens nicht der Fall, dass man immer die gleichen Lichtverhältnisse hat oder in einer ähnlichen Location fotografiert. Dementsprechend kann es einfach immer gut sein, dass wir einfach noch ganz leichte Anpassungen vornehmen müssen. Da müsst ihr aber gar keine Angst vor haben, denn ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ganze aussehen könnte. Dafür habe ich mir jetzt dieses Bild vom Strand ausgesucht. Das andere Bild haben wir also ein bisschen bei der Golden Hour aufgenommen. Das ist jetzt bei einer leichten Wolkendecke. Das Bild ist insgesamt etwas kühler und einfach ein bisschen blasser. Und das Bild ist insgesamt auch einfach viel heller. So, was jetzt passiert ist, wir klicken einfach hier auf Vorgaben, gehen auf Benutzervorgaben, wählen unser Preset an und okay. Wenn ihr jetzt noch das andere Bild im Kopf habt, dann fällt euch wahrscheinlich auf, okay, das ist insgesamt doch etwas sehr hell und vielleicht etwas zu kühl. Gar kein Problem, denn dann können wir das ganz einfach anpassen. Wir gehen hier auf Licht, auf Belichtung, ziehen die schon mal ein bisschen runter, dass das Ganze einfach ein bisschen dunkler wird. Dann können wir die Lichter auch noch mehr runterfahren, das weiß vielleicht auch noch ein bisschen. Und wir können das Schwarz wiederum noch schwärzer machen, vielleicht die Tiefen ein bisschen runterziehen. Und dann gehen wir bei der Farbe einfach noch oben auf die Temperatur und machen sie ein ganz bisschen wärmer noch. Und wenn wir uns jetzt bei diesem Bild das vorher nachher angucken, vorher, nachher, ein Riesenunterschied. Also wenn ihr einfach sehr unterschiedliche Bilder habt, guckt euch einfach an, wo liegen denn die Unterschiede in diesen Bildern. Ist das eine zum Beispiel einfach ein bisschen wärmer, ist es ein bisschen kühler, dunkler, heller? Und die ganzen Regler habt ihr jetzt ja gesehen, wie die funktionieren. Probiert euch einfach ein bisschen rum und schon könnt ihr das Preset für alle eure Bilder anpassen. Jetzt haben wir unsere Bilder alle bearbeitet und jetzt geht es daran, einen einheitlichen Feed zu gestalten. Das ist natürlich auch jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte. Ich habe für mich einfach eine Methode gefunden, die ganz gut funktioniert und meiner Meinung
Meinung nach auch recht ästhetisch wirkt und die möchte ich jetzt einfach zeigen. Alles, was ihr dafür braucht, ist jetzt einfach eine App, in der ihr euren Feed vorplanen könnt. Ich benutze zum Beispiel The Grid oder Preview und wir machen das Ganze jetzt einfach mal im Preview. Um euren Feed zu planen, drückt ihr einmal hier oben auf das Plus und dann könnt ihr alle eure Bilder da reinladen. Die Anzahl der Bilder, die ich jetzt gerade vorplane, ist natürlich dem Tutorial geschuldet. Falls ihr jemals diesen Luxus haben solltet, so viele Bilder vorplanen zu können, lucky you, das passiert nicht oft, es sei denn, man macht das hauptberuflich. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem noch ein, zwei Tricks, wie ihr euren Feed besser vorplanen könnt, wenn ihr auch nur ein, zwei Bilder zur Verfügung habt und das Ganze aber dann trotzdem hinterher harmonisch aussieht. Also wir haben jetzt unsere Bilder hier reingeladen und wir merken, okay, sie haben alle einen einheitlichen Look, das heißt, wir haben sie super bearbeitet, allerdings passen sie in dem Feed noch nicht so harmonisch zusammen. Ich habe mir jetzt über die Zeit einfach so ein paar Methoden und Tricks angeeignet, damit das Ganze eben ein bisschen optisch ausgeglichener wirkt und für das Auge harmonischer anzugucken ist. So, wenn wir jetzt das Ganze hier angucken, sollten wir einmal unterscheiden bei den Bildern zwischen den hellen und dunklen Bildern, aber auch von den Perspektiven her. Welche Bilder sind eher Porträts bzw. nähere Aufnahmen und was sind Ganzkörperbilder? Und die versuchen wir dann immer abwechselnd voneinander anzuordnen. Wir fangen zum Beispiel jetzt einfach mal mit diesem Bild hier unten an, weil es etwas wärmer ist als alle anderen. Da das jetzt so ein liegendes Bild ist und die Person, also ich, in dem Moment gar nicht so groß aussehe, brauchen wir als nächstes ein Bild, was entweder Ganzkörper oder eine nähere Aufnahme ist. Von den Farben her gefällt mir das jetzt ganz gut und dafür müsst ihr es einfach nur gedrückt halten und dann an die passende Stelle ziehen. So, das Bild unten links passt meiner Meinung nach schon sehr gut. Das ist auch ein sitzendes Bild, das heißt, es ist wieder etwas näher dran. Und die Reihe gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut. Und da die Reihe jetzt aus Sitzen, Ganzkörper und Liegen besteht, müsste die nächste Reihe dann nämlich aus Ganzkörperporträt und wieder Ganzkörper bestehen. Farblich, finde ich, passt einfach dieses Bild jetzt in die untere Reihe am besten als Porträt. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal hier runter. Und dann das Ganzkörper passt meiner Meinung nach auch ganz gut in die Reihe. Der Zufall hat es jetzt so ergeben, dass mir die nächste Reihe auch schon sehr gut gefällt. Und jetzt könnt ihr schon erkennen, dass wir einfach hier, hier, hier und hier unsere Ganzkörperbilder haben, die eben ausgeglichen werden durch unsere näheren Aufnahmen, nämlich hier, 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 hier und hier. Dann ist das Ganze quasi hinter wie so ein Schachbrett und es ist einfach sehr harmonisch für das Auge anzugucken. Für die vorletzte Reihe fällt einfach auf, dass wir hier noch zwei sehr ähnliche Bilder haben. Das heißt, hier haben wir noch ein Ganzkörperbild, das heißt, ich tausche das einfach mit diesem hier. Und von den Farben her, da hier grün und hier grün ist, gefällt mir es besser, wenn das Ganze so rum ist. So, und schon haben wir unseren harmonischen Feed gestaltet. Es geht natürlich nicht immer auf, dass ihr die Bilder eben dementsprechend perfekt anordnen könnt. Ganzkörperporträt und so weiter und so fort. Aber insgesamt, wenn ich mir jetzt den Feed angucke, sieht er einfach viel harmonischer aus, als so, wie ich ihn gerade reingeladen habe. Hier gibt es jetzt nochmal ein komplettes Vorher und Nachher von dem Feed. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, ihr könnt das Ganze auch genauso lassen. Das ist wirklich gar kein Problem. Aber wie gesagt, für mich und vielleicht viele andere auch, wirkt das einfach ästhetischer. Und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das ist für mich einfach wie so ein digitales Fotoalbum. Das heißt, wenn ich meine Fotos auch später gerne mal ausdrucken möchte in einem Fotoalbum, finde ich es einfach viel schöner, wenn die so farblich einheitlich zusammenpassen. So, das war's mit dem Video, wie ihr ein eigenes Preset erstellt und wie ihr daraus einen einheitlichen Feed gestalten könnt. Wenn euch das Ganze gefallen und auch geholfen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, teilt es wie immer mit euren Freunden und wenn ihr uns unterstützen wollt, nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr, sehr viel und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!